Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf das Thema Automatisierung eingehen und dies in einer Variante mit einer Excel-Kopplung zeigen. Diese Excel-Kopplung, die ich hier zeige, ist nicht im HiCard-Standard enthalten. Das heißt, wäre ein zusätzliches Modul, die Standardkopplung zu Excel gibt es natürlich, aber dies ist eine erweiterte Excel-Kopplung, die im Grunde genommen so funktioniert, dass immer bei Änderungen der Excel-Datei die Teile geändert werden. Dies kann man zum Beispiel verwenden, wenn man mit einem Webkonfigurator arbeitet oder wenn man automatisiert Teile erzeugen möchte. Das heißt, ich möchte das jetzt einfach mal zeigen. Ich starte bei mir das Makro und es wird mir hier eine Excel-Kopplung geöffnet. Hier kann ich dann meine Excel-Datei auswählen. Diese wird dann mit der Konstruktion verknüpft. Ich kann hier im Grunde genommen im ersten Schritt sagen, ob die Excel-Datei geöffnet werden soll oder nicht. Im ersten Schritt mache ich es nicht. Das heißt, die bestehenden Teile oder Werte sollen einfach mal erzeugt werden. Ich klicke hier drauf und HiCard erzeugt mir diese Dusche. Diese Dusche ist einfach mit ein parametrisiertes Teil mit Körperdateien. Und diese kann ich jederzeit ändern. Das heißt, ich kann hier jetzt sagen, ich möchte die Excel-Datei öffnen, starte dies und komme in die Excel-Datei. Diese ist hier aufgebaut mit Werten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte hier eine beidseitige Dusche haben mit den geraden Eckhaltern oder Wandhaltern. Diese speichere ich ab und die Dusche wird mir hier neu berechnet mit einer beidseitigen Halterung. Dies kann ich natürlich beliebig ändern, dass ich hier sage, okay, die Länge soll jetzt nur mehr 1000 sein, die Höhe sage ich jetzt soll auf 2 Meter sein und die Tiefe soll auch 1000 sein. Und ich möchte diese Dusche jetzt nur mehr auf der linken Seite haben und eckige Wandhalter. Das heißt, dies kann natürlich beliebig erweitert werden und in allen Varianten ergänzt werden. Okay, muss ich natürlich die Werte auch richtig eintragen. Das heißt, okay, fehlt natürlich ein Nuller, aber dies kann natürlich jederzeit abgeändert werden. Das heißt, man könnte hier wahrscheinlich auch Prüfungen einfügen, dass man einfach zu kleine oder zu große Varianten nicht erzeugt. Das heißt, dies kann ich hier in beliebigen Varianten ergänzen. Das heißt, ich möchte hier wieder auf beidseitig umstellen. So, und möchte hier gerade Elemente haben. Oder Wandhalter haben. Und somit kann ich sehr schnell parametrisierte Teile erzeugen und diese dann auch mit einem Webkonfigurator ergänzen.